Wir befinden uns nun in der vierten Woche des Ausnahmezustands und es ist Zeit für kritische Fragen. Ich möchte mich heute auf die Bürgerrechte konzentrieren, denn ich habe eine Kundgebung angemeldet für die Freigabe des Augartens und der Bundesgärten fürs Publikum. Diese Forderung wurde von der Mehrheit der Wiener unterstützt, selbst die Wiener Stadtregierung hat es unterstützt. Trotzdem ist diese Kundgebung untersagt worden, obwohl wir zugesagt haben, alle Regeln hinsichtlich Abstand, hinsichtlich Masken und so weiter ganz strikt einzuhalten. Und letztendlich ist diese Kundgebung jetzt nicht mehr notwendig, weil die Bundesregierung doch zugesagt hat, die Bundesgärten zu öffnen. Aber wir stoßen hier auf ein ganz grundsätzlich prinzipielles Problem, nämlich des demokratischen Korrektivs, das unbedingt notwendig ist und das in der Verfassung festgeschrieben ist. Es gibt eine Tendenz in Österreich, in der gesamten Europäischen Union, dass die Eliten sich immer weiter verselbstständigen. Wir wissen, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer, aber es ist nicht nur das, sondern die Menschen, die einfachen Menschen sind immer weniger repräsentiert durch das politische System. Die Medien sind nur die Medien der Eliten und diese Tendenz ist ausgesprochen gefährlich. Und wenn man sich das Beispiel des Gesundheitswesens anschaut, diese Eliten haben über 3 Jahrzehnte dieses Gesundheitswesen kaputt gespart. Noch stärker in Südeuropa, wo jetzt diese Katastrophe aufgetreten ist, als in Österreich. Aber auch in Österreich war diese Tendenz da. Und diese neoliberalen Eliten, die für das Auseinanderklaffen der Gesellschaft, für die ganzen sozialen und politischen Probleme die volle Verantwortung tragen, die spielen sich jetzt auch als die großen Retter auf und setzen die Bürgerrechte außer Kraft. Die Gefahr ist offensichtlich und dagegen wehren wir uns und dieses verfassungsmäßige Grundrecht, eine der größten Errungenschaften der Republik, politischen Protest ausdrücken zu dürfen, den werden wir verteidigen mit den geeigneten Mitteln, auch mit dem Straßenprotest.